Hey Freunde, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich wieder das berühmte Kochvideo für euch und es gibt die heiß ersehnten Hackschnecken von Jorla. Viel Spaß! Zuallererst braucht ihr 200 Gramm Mehl. Ein Päckchen Hefe. 80 Milliliter lauwarmes Wasser. Ein Ei. Eine Prise Zucker, Salz, 70 Gramm Butter, eine Zwiebel, 300 Gramm Hack, Pfeffer, 100 Gramm Feta-Käse und 2 Esslöffel Sahne. So, zuallererst nehmt ihr euch euer Mehl und wiegt dieses in einer Schüssel ab. Es müssen 200 Gramm sein. Anschließend macht ihr in das Mehl eine Mulde für die Hefe. Entweder sind es 0,5 Gramm frische Hefe oder wie in meinem Fall ein Päckchen Trockenhefe, auch wenn ich mir erst relativ unsicher war. So, als nächstes gebt ihr dann das lauwarme Wasser genau in die Mitte auf die Hefe. Das sind 80 Milliliter. Und anschließend müsst ihr das Ganze zugedeckt ca. 20 Minuten einfach mal ruhen lassen. Also setzt euch hin und guckt euch das Video nochmal an, wie es weitergeht. So, im nächsten Arbeitsschritt trennt ihr bitte euer Ei, das Eigelb vom Eiweiß. Das Eiweiß brauchen wir später, aber das Eigelb kommt in die Schale und ich hasse es. Wirklich, ich hasse es, Eigelb oder überhaupt Ei an den Fingern zu haben. Müssen wir dann sofort immer erstmal die Pfoten waschen. Das Eigelb mit zum Mehl dazu. So, jetzt brauchen wir unsere Butter. Das sind 70 Gramm Butter, die wir jetzt dazu machen müssen. Am besten nehmt ihr die Butter früh noch aus dem Kühlschrank raus, damit sie weich ist und dann sich besser verrühren lässt mit den anderen Zutaten. So, jetzt noch die Prise Zucker drauf. Alles an den Fingern. Und wir holen uns das Salz. Und das Salz macht ihr, wie ihr meint, da rein. Also ich habe jetzt einen Löffel genommen, also so einen Teelöffel. Und es hat gut geschmeckt. Also, ja. Und an euren Mixer mit den Knethaken nehmen, denn ihr müsst das Ganze jetzt sehr, sehr gut zu einem Teig zurecht kneten. Am besten, wenn ihr fertig seid mit dem Knethaken, geht ihr nochmal mit euren Händen dabei und knetet das nochmal so richtig schön zusammen. Und danach könnt ihr es am besten in einem vorgeheizten Backofen stellen mit einem Tuch drauf, denn jetzt muss noch mal 30 Minuten gehen der Teig, damit er richtig schön aufgeht und fluffig wird. Und in der Zwischenzeit können wir aber schon was anderes machen. Während ihr den Teig im Backofen habt, kümmern wir uns darum, das mit anzubereiten und die Zwiebel klein zu machen. Zuallererst müssen wir die Zwiebeln schälen und klein schneiden. Ich habe natürlich so einen richtig genialen Handmixer, weil ich sehr, sehr schnell anfange zu weinen beim Zwiebelschneiden.
Also, macht die Zwiebeln richtig schön klein, je nachdem, wie ihr es mögt. Ich finde Zwiebeln jetzt persönlich nicht so genial, deswegen versuche ich sie eigentlich mal so klein wie möglich zu machen. So, sind die Zwiebeln klein, könnt ihr am besten ein bisschen Butter wieder in eine Pfanne geben und warten, bis es geschmolzen ist. Und dann gebt ihr die Zwiebeln rein und lasst sie kurz andünsten, bis die glasig geworden sind. Anschließend macht ihr die Zwiebeln wieder raus aus der Pfanne, denn da machen wir jetzt noch was anderes drin. Denn jetzt machen wir in der Pfanne unser Hack fertig. Dazu macht ihr einfach wieder noch ein kleines Stück Butter in die Pfanne und das Hack dazu und dann richtig schön durchbraten und vielleicht sogar leicht anbräunen lassen, je nachdem, wie ihr es mögt. Ihr macht das schon, ich vertraue euch und ja, Hack anbraten und dann können wir den auch wieder auskühlen lassen. So, nachdem ich mit dem Hack fertig war, konnte ich dann auch schon den Teig wieder aus dem Backofen rausnehmen. Aber bevor wir damit weitermachen, müssen wir noch was anderes machen. Denn jetzt nehmt ihr euch den Feta-Käse, macht den wieder in irgendeine Schale und jetzt muss er zermatscht werden, am besten mit einer Gabel oder irgendwas ähnlichem. Habt ihr das, fügt ihr die Zwiebeln hinzu, sowie das Eiweiß
Und natürlich das Hackfleisch, das wird alles richtig schön durchgemengt, durchgemixt und so weiter. Und ja, ihr könnt es dann nochmal vielleicht auch abschmecken, wenn es euch noch zu lasch ist, noch ein bisschen Pfeffer, noch ein bisschen Salz ranmachen. Und das Ganze schön gut verrühren, sodass es nicht irgendwie die eine Hälfte ist Käse, die andere ist Hack. So, Leute, jetzt kommen wir zum wirklich spannenden Teig. Jetzt nehmt ihr euren Teig aus eurer Schüssel heraus, knetet den nochmal gut durch und dann packt ihn auf der Arbeitsfläche. Ich habe mir jetzt persönlich noch ein bisschen Backpapier drunter gepackt, damit ich mir meine Arbeitsfläche nicht so sehr versaue. Auch noch ein bisschen Mehl am besten, dann bleibt es nicht kleben. Jetzt rollt ihr das Ganze aus, also schön flach, am besten so, naja, 0,2 bis 0,5 Millimeter so in dem Dreh. Und wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr eure Feta-Käse-Zwiebel-Hackmischung einfach drauf verteilen, sodass überall ein bisschen was ist. Und am besten lasst ihr an einem Rand noch so 2 bis 3 Zentimeter frei. Dann könnt ihr das gut andrücken an die Rolle. Dann hält es besser. Nachdem ihr die Mischung draufgepackt habt, müsst ihr es nun jetzt alles zusammenrollen und fangt an der Seite an, wo ihr keinen Rand gelassen habt. Rollt von da auf zur anderen Seite auf und kann auch ganz hilflich sein. Ihr seht es, ich habe es mit der Hilfe des Backpapiers gemacht und es hat super gut geklappt. Nachdem ihr es fertig zusammengerollt habt, können wir uns nun jetzt ein Messer nehmen und es in so, ja, Zentimeter bis zu, am besten 2 cm dicke Scheiben schneiden und anschließend auf Backpapier aufs Backblech packen. Und jetzt kommt die Sahne zum Einsatz, die ihr so ein bisschen oben drauf macht, nicht viel, sondern nur so ein bisschen betupfen. Und dann kommt es in den Backofen, das Ganze.
So, nun kommen die Hackschnecken bei ca. 200 Grad in den vorgeheizten Backofen für 15 Minuten. Und wenn das fertig ist, können wir sie wieder rausnehmen und am besten warm servieren. Aber sie schmecken auch kalt. Und hier habt ihr jetzt nochmal eine Aufnahme von den leckeren Hackschnecken. So, jetzt sind wir am Ende dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Aber bevor wir aufhören, habe ich noch eine Kleinigkeit. Und zwar hatte ich euch ja beim letzten Kochvideo gefragt, was ihr davon haltet, von einem Kochbuch. Und die Resonanz war sehr gut und ich habe mich dazu entschlossen, jetzt ein Kochbuch zu machen. In der Infobox unten findet ihr eine Mailadresse. Ich blende sie euch auch nochmal ein. Und dort könnt ihr, wenn ihr daran teilnehmen wollt, an diesem Kochbuch und immer die Rezepte erhalten wollt, wenn was rauskommt. Aber auch als Special gibt es dann auch hin und wieder mal Rezepte, die ich nicht verfilmen werde, die aber super einfach sind und super lecker sind und die ich euch einfach dann so mal zwischendurch schicke. Also man kann sagen, dass man so ein bis zwei Rezepte eventuell pro Monat kriegen könnte. Und man kann sich daraus selber ein Kochbuch zusammenstellen. Und wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mir einfach eine Mail an diese Adresse und dann kommt ihr mit in den Verteiler und dann kriegt ihr demnächst mal eine Mail von mir mit den ganzen Rezepten, die es bis dato gab und auch Mails, wenn wieder neue rauskommen. Also Freunde, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dann!